Herzlich willkommen zurück zum vierten Teil unseres Castle of Illusion Let's Plays in einem meiner Lieblingslevel der Bücherei, die noch ein paar Nebenstages haben wird, wie zum Beispiel das Süßigkeitenland und ein paar kleine Teetassen. Jetzt machen wir erstmal ein paar Seidenwürmer kaputt. Keine Ahnung, was Ida Core für ein Buch ist. Wer mehr weiß, kann mich aufklären. Und ich habe auch nie gewusst, was hier in der Milch liegt. Entweder sind es Kekse oder Stempel. Keine Ahnung, wir steigen ein in die Milchflasche und kommen in den Hauptteil des Süßigkeitenlandes. Das eigentlich ziemlich einfach ist. Auch die fliegenden roten Delfine hier hat man ganz schnell durchschaut. Und auch wenn man es nicht glaubt, wenn man hier in die Milch fällt, geht man nicht sofort instantly tot, sondern verliert nur einen Energiepunkt. Das ist ziemlich fair, macht die Stage aber auch unheimlich einfach. Die Gegner, die ich zumindest am meisten fürchte in diesem Level, sind die fliegenden Aas, die springenden Aas besser gesagt, die ihr schon am Anfang des Levels gesehen habt, die roten. Also da muss man wirklich ein bisschen trainieren, bis man eine absolut gute Taktik herausfindet, wie man die am besten besiegen kann. Man muss die ziemlich früh angreifen, sonst wird das nichts. Und wir werden auf die noch später treffen, dann werden wir da nochmal drauf zurückkommen. Hier auf jeden Fall ein weiterer Edelstein, der grüne, aber keine Sorge, das Level ist noch nicht aus. Also nimm diesen grünen Edelstein und jetzt versuch, durch den Rest der Bücherei zu kommen und verschwende nicht zu viel Zeit. Mini braucht dich. Also, meine Theorie ist ja, also der Grund, warum man hier eigentlich quasi mehrere Themen in ein Level gepackt hat, ist folgendes. Man hatte wahrscheinlich mehrere Level vor, aber die Speicherkapazität auf der Cartridge hat wohl nicht mehr ausgereicht. Deswegen hat man hier ein paar Level eventuell verkürzt und zusammengemischt. Also ist nur meine Idee, ob das wirklich stimmt. Keine Ahnung. Hier vorbei an den erzürnten Büchern. Hier unten gibt es nichts. Dann gehen wir hier oben weiter wieder zu den Seidenräubchen. Und hier kommt ein weiteres Zwischenlevel. Wenn man hier in die Teetassen springt, taucht man ab in den roten Tee, vorbei an den Zuckerwürfeln, und dann kann man sich ein paar Bonuspunkte holen. Sind relativ kurze Stages, aber aufgepasst, wenn man da nicht ein bisschen präziser arbeitet, kann man ganz schnell Energie verlieren. So, und hab mir jetzt zurückgewundert, dass ich keine Energie verloren habe bei dem. Okay, Schwein gehabt. Wir sind schon durch und dann geht's nach oben hier weiter. Also, ich finde es irgendwie charmant gemacht, dieses Level. Auch von den Grafiken her. Jetzt holen wir uns erst ein bisschen Energie und dann gehen wir den Weg nochmal. Wir wissen ja, die Gegner respawnen, also dasselbe nochmal. Und das war schon immer eine meiner Spezialitäten, niedrige Gegner im Sprung per Schuss zu treffen. Das kann ich gar nicht. Wenn wir uns hier runterfallen lassen würden bei der Rampe, würden wir sofort zum Ausgang kommen. Aber wir schauen uns doch zum im Rest des Levels um, das durchaus ziemlich schwierig werden kann hier, weil jetzt kommen wir in die springenden Aas ins Spiel und ich versuche jetzt so früh wie möglich zu bespringen. Das hört sich falsch an, aber es ist einfach so. Und es ist wirklich sauschwer, an denen vorbeizukommen, ohne Schaden zu nehmen, weil du kannst sie auch nicht abschießen, denn die sind einfach zu niedrig, zu klein. Hier gibt es als Belohnung einen Energiepunkt. Hat sie nicht wirklich rentiert, aber ich wollte es euch mal zeigen. Dann hier unten gibt es dann wirklich gutes Secret. Aber auf dem Weg zum Secret sollte man nicht zu viel Energie verlieren, sonst rentiert sich das nicht. Ich mache gerade mal wieder vor, wie es nicht geht. Dann gehen wir durch diese Wandöffnung, werden nach dort unten gebracht, dann auf den Vorsprung und hier kommt man nur an die Bonuspunkte mit Hilfe der Aas. Man muss nämlich auf die springenden Aas per Arschbombe springen, dann kommt man hier hoch, noch ein bisschen Energie und Munition, dann kehren wir wieder zurück und dann ist eigentlich der Weg frei zum Ziel. Frei in Anführungszeichen, wir müssen nämlich noch an den Freunden nochmal vorbei, wie ich Respawns hasse. Vor denen laufen wir einfach davon, bevor sie uns einholen, und dann zurück zum Appel. Wir lassen ihn runterfallen und dann laufen wir hinterher, machen noch einen Ausflug ins Teekännchen. Ich glaube, hier gab es ein bisschen Munition, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, die zweite kann aber auch ein kleines bisschen schwieriger. Da hat es mich schon wieder erwischt. Aber es war meine eigene Schuld, weil ich nicht richtig gesteuert habe. Das war knapp, gleich zweimal. Und da hinten sollte auch schon das Ende sein. Zum Glück sind die relativ kurz, diese Stages. Aber eine schöne Abwechslung für zwischendurch. Und dann einfach nur noch vorbei an ein paar Gegnern hier. Dann dürfen wir uns schon dem Endgegner dieser Stage stellen. Auch
diese Stage wieder ziemlich kurz, aber macht unheimlich viel Spaß und ist wirklich nicht einfach, auch wenn es ein bisschen einfach aussah. Was in dieser Stage einfach ist, ist der Endgegner hier zum Glück. Also der ist ganz einfach zu durchschauen. Am besten man stellt sich in die Mitte der drei Plattformen, wartet bis er kommt und dann immer präzise auf den Kopf springen. Also wenn er so einen großen Bogen macht in der Luft und langsam ist, geht das immer ganz gut. Manchmal, ihr habt gerade eben gesehen, da kommt er ganz schnell von der Seite ins Bild. Dort würde ich ihm einfach ausweichen und dann auf die nächste Chance warten, ihm auf den Kopf zu springen. Das ist sicher, da verliert man keine Energie. Man könnte es bestimmt auch mit einem herkömmlichen Schuss wagen, aber ich finde, hier geht der Endgegner mit dem Sprung eigentlich ganz gut. Hups, daneben, und ich glaube, einmal, dann sollte er jetzt noch liegen. Jawohl, da ist der Junge explodiert. Wir haben auch das vierte Level geschafft. Wir schnappen uns den blauen Edelstein. Dort ist er. Wir sind eine sehr starke Maus. Aber wir müssen noch viel mehr tun, bevor wir Mini erreichen können. So, das war das vorletzte Level. Und jetzt kommt wirklich das letzte. Und das hat's in sich. Das wird das größte, längste und happigste Level. Habe schon ein bisschen Bammel davor. Wir haben super viele Siegel-Bonus jetzt abgeholt. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder im nächsten Level bei Castle of Illusion. Wie gesagt, das wird die wirkliche harte Probe. Lang, schwer, nervenaufreibend. Mickey, geh bitte in die letzte Türe und erlöse uns. Also das ist die letzte Türe. Was kann wohl in diesem Raum sein? Wir sehen es in der Vorschau und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis denn, euer LST. Ciao, ciao.